Hallo Freunde, ich bringe mal wieder ein Gedichtvideo raus und das Gedicht, was ich mir ausgesucht habe, ist so eine Art Experiment. Und zwar wollte ich einen Prosatext schreiben, der dann aber Gedichtform hat. Und das, was dabei rausgekommen ist, am 2.6.2008, ist ein Gedicht über eine Verliebtheit, die wirklich eine sehr starke Abhängigkeit in mir ausgelöst hat. Und sagen wir, ich war bereit, sehr, sehr weit zu gehen, um meine Liebe zu zeigen. Gut. Das Gedicht heißt Ferne. Ich habe bereits überall danach gesucht. Am Strand nun stehend, starre ich, beharrlich in die Ferne sehend, hinaus aufs Meer. Ins Leere greifend beim Versuch, die Inseln am Horizont zu fassen, sie zu mir zu ziehen, einen Blick zu erhaschen auf dich. So schwimme ich inner wie äußerlich durch Ozeane zu kargen Felsen, grünen Landen, um dich zu finden, dich wiederzusehen. Ich bin bereits ein alter, grauer Mann. Deine Jugend sehend, bitte ich, bitterlich das Schicksal anflehend, meine Jahre fort. Nach außen hin tragend die Energie der alten Zeit, werd ich, wenn schon nicht gleich, ähnlich, nur dir. Ich spiele und lebe erneut, vital und lebendig, das Haar nicht mehr grau, das Lachen nicht träge, auf das ich dir gebe, was ich nicht mehr kann. Ich bin bereits, wie jeder Mensch, geformt. Deine Struktur fühlend, schlage ich, waghalsig in mir selbst wühlend, Teile ab von mir. Mich gänzlich passend zu machen in Art und Gestalt, wie Schlüssel zu Schloss. Doch einmal gedreht, komm ich nicht wieder los von dir. Zwei werden zu einem, mit einem Mal, und bleiben ungebrochen, nicht fern, sondern nah. Wie schön, wär es wahr, doch das ist's noch nicht. Ich hab bereits überall nach dir gesucht. Im Zentrum stehend liebe ich, lieblich all die Ferne sehend in all ihrer Art. Die Ferne der Orte kürzend, die Ferne der Jahre verringernd, die Ferne der Formen und die der Leben lindernd. Nur für dich. So schwimme, spiel, verschmelze ich, so treibe, fließe, ströme ich auf meinem gänzlich neuen Weg. So lebe ich zu diesem Zweck, so bin ich ab nun dir nah. Ja, das war das Gedicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, meldet euch irgendwie bei mir. Favorisiert es oder schreibt mir Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir auch Kommentare. Und ich freue mich über jeden, der das Video sich ansieht. Ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal.